bleibt da hier oben stehen. Er bleibt oben stehen. Er lässt hier die Infested Terrans alles niederflexen. Und da geht sein Schwarmstock down. Und ich denke mal auch hier, der große Schößling wird sich anschließen. Die Upgrade-Gebäude gehen auch flöten. Jetzt steht hier oben gar nichts mehr. Das kam ein bisschen zu spät. Da bist du wirklich ein bisschen zu spät hochgekommen, bin ich über. Und jetzt muss er. Er muss Go machen. Er hat keine Mineralien mehr, sich irgendwie aus diesem Dilemma zu retten. Und wenn Root Destiny sich jetzt in einer komfortablen Lage fühlt, das sieht schon ziemlich geil aus, was er hier hat, hat jetzt auch das 1-0er Upgrade für die Broodlords. Und allein die Hydras auf 2-0, die Infested Terrans alleine können ihm alles richtig schön festhalten, obwohl Spanishua jetzt auch schon eine ganze Menge Infestoren auf seiner Seite hat. Also von der Armee her ist es relativ ausgeglichen. Und wenn man aufs Supply guckt, ist natürlich bei Destiny viel, viel weiter oben. Aber die Queens, meine Damen und Herren, die könnten dieses Spiel noch irgendwie reißen, in irgendeiner Art und Weise. Jetzt geht Destiny hier nochmal mit seinem Overlord gucken. Legt sich hier selbst die Echse frei. Möchte wahrscheinlich dann auch noch auf der Gold expandieren. Jetzt kommen hier mal drei Investoren von der anderen Seite, von Spanishua. Mal gucken, was er mit denen reißen kann. Oh! Ja, das solltest du vielleicht gar nicht machen, hier die einfach opfern. Das war schade. Oh, das war schade. Da hat er jetzt einfach mal ein bisschen viel Energie gewastet. Oder eher gesagt, Leben der Infestoren. Aber ist ja anscheinend nochmal reingegangen mit Fungal Growth. Kommt wieder rein. Und zack, instant weggesniped. Aber haut die hier richtig schön. Nicht etwa hier vorne, da wo die ganzen Hydra standen. Nein, er hat den Fokus hier hinten auf die Verseucher gelegt. Aber er sieht richtig dreckig aus. Er hat wirklich nur noch diese eine Goldechse. Destiny jetzt auf Level-Upgrade Nummer 3 für die Waffen. Und mich würde es jetzt nicht wundern, wenn er kommt. Aber guckt euch das an. Spanishua kommt von innen an. Haut hier einzelne Fungal Growth rein. Macht er richtig nice. Macht er richtig gut. Er geht hier immer mit diesen einzelnen Atzen los. Und macht da richtig Terz. Aber jetzt kommt Destiny mit seinem Rootlords und jetzt stehen seine Queens einfach mal scheiße. Die stehen einfach mal scheiße. Und der hält sich hier schön mit seinen anderen Units zurück, lässt hier seine Broodlords vorne schön arbeiten und es ist einfach kaum noch Anti-Air da, was hier was dagegen machen kann. Jetzt schießt hier Spanishua noch verzweifelt seine letzten Infested Terrans raus, aber die Ullen schneiden sich ja auch gut durch die Dinger durch. Heilt hier mit seinen Queens komplett durch. Aber die Broodlings kommen natürlich jetzt auch nach hinten bis zu den Queens und dann bleibt natürlich auch der Medic-Support von den Queens einfach mal weg. Und wenn die Queens gone sind, hat er einfach keine Chance mehr. Die Broodlords zerhacken ihm hier komplett jetzt die ganze Armee. Hinten stehen noch die ganzen Hydras und haben noch nichts gemacht. Jetzt kommen sie nach vorne, um gegen die Broodlords, gegen die Roaches von Spanishua zu fighten. Aber er hält sich relativ gut. Aber jetzt, wie gesagt, fehlen die Queens. Es fehlen die Queens. Die Ullen verabschieden sich jetzt auch noch vom Feld. Und Destiny hat ja noch eine ganze Menge, was er jetzt noch nachziehen kann. Jetzt kämpfen hier kleine Brutling-Armeen gegeneinander. Und da kommt das GG von Spanishua. Ja, ich denke mal, der Grund, warum Root Destiny dieses Mal den Sieg von sich tragen konnte, der lag genau hier. Genau da. Er hat ihm, glaube ich, 4-5 Mal die Expansion hier denied. Und wenn man das Spanishua antut, dann hat er ein Problem, weil dann sind solche Sachen, die hier rauskommen, ziemlich teuer. Dann kann er sich keine Broodlords mehr leisten. Er kann sich, also er kann sie sich schon leisten, wie man hier sieht. Aber ihm fehlen auf jeden Fall die Mineralien. Destiny richtig locker runtergespielt, das Spiel. Hat seine Angriffe easy abgewehrt. Spanishua ist nicht einmal zum großen Angriff gekommen. Anscheinend wollte er hier nochmal gerade mit ein paar Roaches Go machen, aber da hat er die ganzen Spinecrawler gesehen und hat sich gedacht, alles klar, ich bin raus aus dem Game. Root Destiny easy runtergespielt, aber trotzdem insgesamt ein sehr, sehr schönes Spiel. Und ich bedanke mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal dabei, wenn es wieder heißt Team Nico Team, meine Freunde.